Wasser scheint diese Pest aufzuhalten. Warum habt ihr das vor mir verborgen? Was? Und mir den Spaß verderben? No. Wo muss ich jetzt hin? Ups, nein, 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 nein. Wie du stirbst. Ich glaube, ich muss da rüber rennen. So. Ich glaube, ich habe jetzt aber was vergessen. Egal. Ah! Kann ich trotzdem dieses Ding benutzen? Nein, nein. Hä? Ich hab mich gerade erstochen. Kommt her, ihr Wesen der Finsternis. Toll, ich hab einen Backen deckt. Coolio. Willst du mich verarschen? So, jetzt komm her. Prima. Oh, das wird jetzt eigentlich gar nicht. Das sind ja total empfindlich oder so wie die Sonne. Das war's. Nein. Ah nein, nein. Ach nö. Hey, warte mal. Was ist denn da hinten? Ich glaube, ich gehe jetzt hier lang. Ah! Oh mein Gott. Ah, da ist ein Brunnen. Ich bin trotzdem nicht angegriffen worden. Soll ich hier fortfahren? Ja, eine gute Stelle, um nächstes Mal weiterzuerzählen. Und hiermit verabschiede ich mich dann jetzt auch. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Das war eure Kuh von /LP. Hallo. Willkommen zurück zu einem weiteren Part von Prince of Persia oder Persia, wie auch immer, The Two Thrones. Mit Kuro aus /P, aber okay. Ja, doch einmal gepfiffen, hat mich die erschrocken. Ja, und wir haben unseren Freund, unser sprechenden Arm, und wir sind im Tunnel und es geht weiter. Aber ich glaube, hier hinten war noch was. Wollte ich jetzt nochmal nachsehen. Passiert. Ich glaube, doch, hier war nichts mehr. Okay. Doch, hier war was. Ich glaube, das war vorher offen. Oh, vielleicht war da eine Truhe drin. Kuro ist blöd. Bestraft Kuro.
Ja, stimmt ja, mit dem Sand können wir uns ja jetzt nicht heilen. Soll ich kurz? Nein, ich glaube, wir überleben das so. Wieso ist eine Leiter einfach... Güte, so viele Fallen. Und dann auch schon die ersten Wachen wieder. Die... Oh mein Gott. Das hat man jetzt nicht gesehen. Oder? Doch. Pfeile, die sind extrem groß. Hier bringt man sich ja noch selber um. Zerfallen die aber auch zu Sand. Ich dachte, das waren jetzt ganz normale Wachen. Hier. Als der Sand der Zeit den Prinzen heimsuchte, erwachte etwas Seltsames, Durchtriebenes in ihm. Etwas Düsteres. Die 7 Jahre der Flucht hatten den Prinzen bitter und hart werden lassen. Na, lauf, lauf. Diese Bürde half seinem anderen Ich und gab ihm Stärke. Der Prinz war versucht, sich ihm hinzugeben. Für ihn war es ein Licht im Dunkel, ein leitender Stern für einen Mann, der alles verloren hatte. Aber was waren seine Absichten? Warum half es? Nur die Zeit konnte eine Antwort geben. Oh, okay. Oh mein Gott. Warte. Meine Güte hier. Och nö. Ah, okay. Tja, ich muss da jetzt hoch. Ein Brunnen! Yay! Das, unser Brunnen. Soll ich nächstes Mal... Ja, eine gute Stelle, um nächstes Mal weiterzuerzählen. Was ist das? Wir springen da jetzt rüber und da... Keine Ahnung. Hab ich schon... Babylon. Aber so weit weg. Als Kind hätte mir mein Vater geschickt. Sei vorsichtig, da unten geht was vor. Ist das... Es ist der Wesir. Er ist vollständig verwandelt. Hm. Er hat die Macht des Sandes genutzt, um seine Armee zu verwandeln. Und diese Artefakte ermöglichen es ihm, sie schnell durch die Stadt zu befördern. Er scheint die völlige Kontrolle zu besitzen. Es sieht derzeit nicht allzu gut für dich aus. Oh ja. Ich überlasse dem Wesir Babylon nicht. Weder Stadt noch Thron. Er hat den Strahl als eine Art Tor benutzt. Wir folgen ihm hindurch. Ach, Scheiße. Tötet die Wache des Sandportals. Ja, ich kann nicht so schnell lesen.
Sobald alle Feinde... Übrigens kann man die immer noch so tun. Hä, ich habe das jetzt eigentlich gar nicht gesehen, wenn ich drücke. Stirb. Voll in die Eier. Juhu. Macht ja auch Spaß. Ihr habt einen neuen Sandbehälter gewonnen. Juhu. Was? Was geschieht? Das war sicher im Plan vorgesehen, oder nicht? Ach, du solltest fortan bedenken, dass das Betreten von Sandportalen nur Scherereien bereitet. Ich werde mich besser wieder den herkömmlichen Transportmitteln zuwenden. Cool. Hoffentlich mit größerem Erfolg. Dieses Ding, wir haben jetzt dadurch irgendwie noch halt noch so ein Ding bekommen, so ein, dass wir jetzt viermal die Zeit zurückdrehen können und hier kann man anscheinend unendlich aufladen. Halt den zwei Gruppen! Schick die Schwachen in die Manufaktur und die Starken in den Palast. Was hab ich denn zur Verwandlung? Wir brauchen Hilfe! Wir brauchen Hilft uns! Ich brauche Wasser! Finger weg von mir! Das ist mich doch eigentlich, oder? Na komm schon. Bitte, helft uns! Manu, jetzt schwing da an dich rüber, meine Güte hier. Der macht das nicht. Nicht so. Hä? Ja, flieg runter. Luft und springt. Was? Lauft und springt. Die Kette zu erfolgen. Welche Kette denn? Ah, nee. Bitte, ich flehe euch an. Lasst uns gehen. Kann das sein, der, den ich jetzt da runtergeschmissen habe, dass er jetzt da Wache hält? Ich glaube, ich muss da jetzt so rüber oder so. Ich will dich um, dann kann ich dich vielleicht töten. Nee. Es wird wohl nichts. So kann ich denn nicht einfach abspringen? Es wird nichts. Nein, bitte. Hallo. Hallo. Lol. Der sieht mich doch dann aber. Okay. Ah. Kann ich die Zeit zurückdrehen? Cool. Nochmal, nochmal. Das muss man noch ausnutzen. Superkräfte. Nein! Oh. Komm her, du Honk. Komm her! Okay, dann nicht. Dann bleibt er stehen. Irgendwie ist die Musik weg. Ich glaube, ich habe zu oft die Zeit zurückgedreht. Kann das sein, dass er hier... Ist er bloß, der weiß jetzt gar nicht, wo ich langlaufe. Ja, der weiß das irgendwie. Cheater.